Hallo und herzlich willkommen zu weiterer Folge LS22 auf dem PC hier auf der Moorgrund. Ja, natürlich noch heute die letzten Ballen verkaufen, hier zum Start ins Wochenende, zum Freitag, ne? So, dass wir dann uns irgendwas anderes noch kaufen, möchte ich meinen. Ich bin fast der Meinung, wir müssten dann gucken, wie viel Kredit wir kriegen. Ich weiß, wir brauchen jetzt den Ropa noch nicht, ne? Aber haben ist besser wie brauchen, oder wie war das? Ne? Bloß wenn wir jetzt kaufen würden, uns die Schneidwerke dazu kaufen, klar, zahlen wir auch Kosten oder haben Kosten mit unserem Fahrzeugbestand. Aber wir wären auf der sicheren Seite und wüssten, was wir noch für Geld ausgeben können. Und wüssten auch, ob wir wirklich die 3 Millionen komplett ausschöpfen können an Kredit. Deshalb werden wir mal schauen. Ja, Meldung steht immer noch oben, Arbeit beendet. Arbeit beendet, das ist einmal der Mulcher und einmal der Kalker. Die werden wir auch gleich einmal zurückschicken, beziehungsweise einmal aufs nächste Feld schicken. Weil der Kalkstreuer muss zwar dann auch noch das Feld kalken, was wir jetzt gemulcht haben. Ne? Aber das Feld muss natürlich auch noch entsprechend gepflügt werden, bevor wir das kalken. So, wir kriegen jetzt natürlich bestimmt nicht alle weg, oder? Der ist voll. Entweder fahren wir mit ihnen zweimal. Ne, da bleiben auch zwei Ballen übrig dann. Das ist hin wie her. Entweder bleiben hier zwei Ballen über. Das ist noch ein Stapel und auf den Roland passt nicht so viel drauf, ne? So, schickt mir ihn erstmal hoch. Verkauf Reifeisen ist ja noch eingestellt. Kann erstmal los. Da werden wir den Roland beladen und fahren dann mit dem Roland nochmal. Weil das Flügen, das kann dann auch der große Klaas machen. Wenn er mit Mulchen durch ist. Weil, wie gesagt, da haben wir so viel Zeit mit dem Flügen. Also gut. Ewig haben wir da nicht Zeit. Wir wollen ja noch entsprechend ansehen. Eventuell. Ich weiß, ich habe noch keine Gedanken gemacht, was auf welches Feld kommt. Oder lassen wir diese fünf, diese sechs Ballen hier stehen einfach. Können wir auch bei der nächsten Aktion mitverkaufen. Also wenn es an den sechs Ballen scheitert, dann weiß ich es auch nicht. So, Verkauf. Reifeisenballen. Ich meine, wir kriegen nochmal Ballen, das ist richtig, aber die nehmen wir mal einfach hier. Brauchen wir mal vorsichtig hier rüber. Ups. Ja, so viel zum Thema vorsichtig. Dann hätten wir sie auch uns schnappen können und gleich hier so hingepackt. Die holen wir nicht nochmal, das ist. Also wenn es wirklich Not tut, dass wir hier noch 3,50 Euro brauchen und alles passieren kann, dann wissen wir, dass es hier vorne die sechs Ballen sind. Wenn ich mich dran erinnere, aber ich glaube schon. Hier hat man den Stapel diesmal besser getragen kriegen. Passt. So, geht. So, wie gesagt, dann holen wir uns erstmal den hier. Ich weiß nicht, ob der Tünger gereicht hat. Tja, schickt man zum Einkauf oder warten wir ab? Aber ich bin immer Freund davon, wenn der Kalkstreuer wieder voll ist. Wir schicken ihn zur Werkstatt und er soll nochmal einkaufen fahren. Wenn wir das Geld jetzt... Es wird schon passen.
Der Werkstatt 3 und dann schicken wir ihn einfach mal los und dann wird er. So macht er jetzt die Werkstatt. Ach so. Also er kann keinen Kalk geholt haben, weil das hätte nicht geklappt, was wir hier eingestellt haben. Wenn, dann hätte es so rum dastehen müssen, da wäre ein Schuh draus geworden. Ne? Der will er jetzt trotzdem zur Werkstatt, der hat da gar nicht genug drin. Kommt er jetzt auf die Idee, dass er zur Werkstatt fahren will? Hat doch absolut zu wenig, das denke ich mal eher. So, und der Mulcher, der muss natürlich hoch zu Feld 21, genau. Diesel ist noch genug drin. Der Kurs kann raus. Hier können wir auch die Linien ausschalten. Und dann geht's hier zur 21. So, das kann eigentlich nur jetzt oben gewesen sein, dass einer schon am Ballenlager angekommen ist. Ja, der erste steht nämlich schon da. So, 591. Wo fährt er jetzt hin? Der Ballenwagen soll ja unten wieder in die Halle. Also schicken wir ihn mal zum Hof. Palette? Nee. Oh, wo habe ich denn das reingetan? Hoftiere? Ach, wir haben es noch gar nicht irgendwohin getan. Ballenlager, Anlieferung. Oder besser gesagt, hier, Schüttgut können wir auch hinfahren. So, ihn können wir rausnehmen und er fährt natürlich dann zum Hof oben an. Halle parken, wenn wir natürlich die Ballen abgeladen haben. Ne? Ups. Und zack. Ja, 648.000. Ich würde sagen, das sieht doch erstmal gut aus, oder? Achso, ich hatte das Ziel schon eingestellt. So, der Europa, wie gesagt, der kostet 500.000 oder 495. Wir gucken erstmal noch was anderes. Die Ölmühle kostet uns 80.000. Kostet uns 80.000. Weil wir müssten uns da noch was einfallen lassen, weil die Getreidemühle, die hier fest verbaut ist, die werde ich nicht nutzen. Weil das ist absolutes Zusatzgeschäft vom Rezept her. Ich werde mir auch das Rezept nicht ändern, was natürlich auch gehen würde, aber das mache ich nicht. Dann stellen wir uns lieber hier irgendwo eine Platzierbare noch hin. Oder das Land kaufen, klar kostet das auch was, aber macht mehr Sinn. Denn ich wüsste jetzt nicht am Hof, wo wir so unterkriegen würden. So, und der Ropa, wie gesagt, der kostet ja 495.000. Es ist ja der Ropa vom Rolf, angepasst aber als Moorhund-Edition. Den Link dazu gibt es auch bei mir auf der Modliste. Ja.
Und wir brauchen dann das Rübenschneidwerk, das Zwiebelschneidwerk, das Karottenschneidwerk und das Weißkohlschneidwerk. Weil das ist ja das, was wir jetzt hier haben. Wir haben. Jetzt ist so rum. Wir haben. Kartoffeln haben wir nämlich nicht. Kartoffeln sind diese Saison nirgends angebaut. Ne? Wir haben dann hier einmal Zwiebeln. Das hier sind die Zwiebeln auf Feld 5, genau. Das sind die Karotten auf Feld 2. Und hier drüben auf Feld 9 ist der Weißkohl. Und natürlich hier auf unserem Feld sind die Zuckerrüben auf Feld 26. Die wir ja dann auch irgendwann in die... wo ist er? Hier ist er. Irgendwann hier in die Zuckermühle bringen wollen. Kann ich da nicht. Hier in die Zuckerproduktion. Ich würde sagen, hier bin ich verkehrt. Nochmal verkehrt. Hier drüben muss ich hin. $275.000, meine, die kosten natürlich deutlich mehr. Also sind das erstmal 355.000, die wir bräuchten für diese zwei Produktionen. Meine, wir haben nochmal einen Silagestapel stehen. Bevor wir die Rüben kriegen, ist der andere Silagestapel auch durch. Gut, ja, Bank. Gucken, was es für Geld gibt und dann kaufen wir die Fahrzeuge. Das andere, da klopfen wir dann irgendwie auf den Kopf, oder? Das klingt doch nach einem Plan. Da gucken wir, ob wir die 3 Millionen ausschöpfen können, aber ich möchte mal meinen, ja. Bei dem, was wir aktuell besitzen, müsste das drin sein. Das war dann komplett verschuldet. Aber ja, ist so, ne? So, 1.142.000 haben wir auf dem Konto. Also einmal Europa, da muss es jedenfalls sein. Moment, der Aufpreis, Standard ist mit 43 Kubik, das also 100 Kubik braucht man nicht, das reicht uns. Motorausführung, Chiptuning, würde ich sagen, brauchen wir auch erstmal nicht. Wenn, dann könnten wir da immer noch mal was tun. Ja, den Rest, das Kennzeichen, das brauchen wir natürlich. So, das muss Kennzeichen 7 werden. Und dann natürlich WAK. K ist weg. Wo ist das K hin? Da war es doch. MO. Und dann wird das hier das Fahrzeug 8. Für 409, nicht 495, 499.000. Der ist erstmal uns. So, und wie gesagt, dann holen wir uns jetzt die passenden Schneidwerke, die wir alle brauchen. Können in den Schneidwerken können wir nichts verkehrt machen. Wir brauchen Zuckerrüben. Designfarbe könnte man natürlich hier immer jeweils so machen, was. Oh, was waren die Rüben? Die Rüben sind doch so ein leichtes Rosa. Das ist so, so ein Rosa ist es aber nicht, ne? Das werden wir nicht machen. Ja, Gelb auf Gelb ist natürlich auch Quatsch, ne? Aber auch Zwiebeln dann, oder wir können auch Standardfarbe lassen. Wir lassen die alle Standard. Weil ich möchte meinen, hier drüben hat ja Wolf einen Diegel angebracht, sodass man auch sieht, was es ist. Und wir werden es ja ins Lager vom Achim packen. Und da sehen wir es auch, was es ist. Was wir uns auch noch kaufen müssen. Ne? So, einmal, wie gesagt, das für Zuckerrüben.
Dann brauchen wir das für Kartoffeln später, ne? Dann brauchen wir noch das Weißkohl. Wir lassen alles bei der Farbe. Gucken jetzt hier nicht rum. Brauchen Karotte. Und wir brauchen Zwiebel. So, 326.000 haben wir noch auf dem Konto. Und da steht alles. Das Einzige, was jetzt natürlich ist, ins Schneidwerkslager passen nur drei Schneidwerke. Ich habe überhaupt noch keinen Plan, wo wir uns das hinstellen können, das Schneidwerkslager. Wenn hier am Zaun lang wäre eine einigermaßen gute Sache oder beziehungsweise hier in die Ecke rein, ne? Könnte man schön hier unten hinstellen. Das Gerät selber muss oben hin. Einmal rechts und einmal links neben der Lampe. Das wäre schon noch möglich. Also hier so auf schiefe Ebene wird nichts, weil dann wird es schwierig mit Platzieren. Ne? Wir haben zwar auch hier der Seite die Herbizidproduktion hingetan. Aber hier rechts ist eigentlich dann fast zu wenig Platz, weil wir müssen ja auch irgendwo vernünftig ranfahren können. Schöner wäre es natürlich, wenn wir es hier irgendwo unterkriegen würden, aber das sehe ich momentan nicht wo. Meine, wir könnten natürlich eins machen. Wir könnten die hier oben nebeneinander hinstellen. Würde das hinpassen? Ach, hier ist eine Lampe. Das ist doch schon wieder tückisch. Dann müssten wir es so rum hinstellen. Da wird man aber auch hier fahren können. Müsste der Baum weichen? Dann müsste der Baum weichen. Hier ist da in die Richtung müssen wir. Unter Tools, ne? Da habe ich das etwa gar nicht mit drauf vom Achim. Doch, doch, doch. So rum muss es. Das könnten wir hier hin platzieren. Würde mir auch eher zusagen als wie, also so in der Höhe natürlich nicht. Also wir müssten das schon hier. Passend hier platzieren. Mir würde das aber eher zusagen als wie, wenn wir das woanders hin schaffen. Hier müsste man nach hinten auch wegfahren können, wenn wir eins hier hinstellen. Und eins daneben, das sollte passen. Aber da müsste er weg. Packen es erstmal hier hin. Hier stürzt auch erstmal keinen.
Denn ich weiß gar nicht, haben wir uns hier überhaupt mal eine Prux gekauft? Nee. Halt. Forstmaschinen. Nee, null Besitz. Weil der eine Baum ist natürlich auch mit der Gettensäge. Ach so, kriege ich einen Stumpen nicht weg. Brauche ich eine Stumpenfräse dann, ne? Irgendwas ist immer, oder? Gut, wir fahren jetzt hier nochmal zurück zum Shop. Denn die Folge ist ja auch schon wieder rum. Unsere anderen Helfer sind natürlich überall angekommen, würde ich meinen. Und ja, die werden wir alle morgen in der Folge dann einstellen. Also gut, ist ja nur die es ist ja nur der Mulcher, der eingestellt werden muss. Bloß die Erntemaschine kommt hier schon mit hinten in die Durchfahrtshalle, wo der Drescher steht. Von daher ist das dort oben vielleicht nicht die schlechteste Position in dem Schneidwerksregal. Ich meine, die Prux würden wir uns vielleicht sogar bloß mieten, oder? Müssen wir die kaufen wegen einem Baum? Es sei denn, wir kaufen uns auch mal ein Stück Wald und machen hier natürlich, betreiben auch das Sägewerk, ne? Ist auch möglich. Gut, aber wie gesagt, das werden wir dann hier morgen in der Folge zum Hof fahren. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen hier zum Samstag, 16 Uhr geht's weiter. Dahin und tschüss.